Hi, my name is Ellen. Welcome to Vera Meissner Klinikum in Eschwege. This is our teaching hospital. Let's give you a tour. Ein typischer Tag im UMFST-UMCH Lehrkrankenhaus in Eschwege beginnt mit der morgendlichen Visite. Hierbei lernen wir nicht nur die einzelnen Krankheitsfälle der Patientinnen und Patienten kennen, sondern auch die verschiedenen Ärztinnen und Ärzte des Hauses, die sich immer viel Zeit für uns nehmen. Hin und wieder bekommen wir sogar die Chance, selbst im OP Hand anzulegen. Und die praktischen Fertigkeiten, die wir zuvor geübt haben, unter Aufsicht des erfahrenen Krankenhauspersonals in der Praxis anzuwenden. In unserem Logbuch stehen unter anderem Tätigkeiten wie die Vorbereitung von Operationen, das Legen von Kanülen und Kathetern oder die Behandlung von Wunden. Zusätzlich werden uns im Klinikum Vera Meissner auch immer wieder Untersuchungen wie die Sonographie ausgiebig erklärt. Dabei wird uns auch oft die Gelegenheit geboten, sich selbst auszuprobieren. Wir bekommen immer wieder die Chance, bei Operationen zuzusehen und aus erster Hand Expertenwissen vermittelt zu bekommen. Auch in der Nachbesprechung dieser Eingriffe profitieren wir von der unmittelbaren Wissensvermittlung. Mittags geht's in die krankenhauseigene Cafeteria, wo wir kostenlos Mittagessen bekommen. In den sonnendurchfluteten Räumlichkeiten lässt es sich zwischendurch gut abschalten und neue Energie tanken. Uns Studierenden steht in der Klinik ein eigener, großer Gemeinschaftsraum zur Verfügung. Hier können wir Pausen machen, uns austauschen, um das frisch Gelernte aufzuarbeiten und an Übungen teilnehmen. Wir können den Raum sogar an den Wochenenden nutzen. Nach dem Feierabend gehen wir in unsere Studienapartments im sogenannten Glückshaus. Hier haben wir alles, was wir brauchen, um nach dem Arbeiten zu lernen oder schlichtweg unsere Freizeit zu genießen. An der Stadt Eschwege gefällt mir besonders, dass es hier viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten gibt. Man kann zum Beispiel am Wochenende um den Werratalsee wandern oder die vielen Burgen und Schlösser der Umgebung erkunden. Mein persönliches Highlight der Zeit, die wir hier im Lehrkrankenhaus verbringen, ist die Freude und das Engagement, mit dem uns das gesamte Krankenhauspersonal empfängt und begleitet.